Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Tutorial. Ich will heute mit euch einen Baby-Pucksack mit Öhrchen häkeln. Ich habe euch zwei Farben mitgebracht und zwar von Lamana Cosma. Das ist ein Baumwolle und Modal Mischgarn, super weich, bisschen leicht glänzend. Und wundert euch nicht wegen den Stärken. Es ist dasselbe Garn, nur der Hersteller hat die Banderole ein bisschen angepasst. Ihr braucht auf jeden Fall zwei verschiedene Farben. Von einer Farbe, von der Kontrastfarbe nur ein Knäuel. Von der anderen braucht ihr mehr. Wie viel genau, habe ich euch in der YouTube-Infobox reingeschrieben. Und ich häkel zusätzlich, was heißt zusätzlich? Wir brauchen auf jeden Fall eine Häkelnadel. Ich nehme hier eine 4 mm. Da müsst ihr ausprobieren, welche euch am besten gefällt. Ihr seht, hier stand vorher drauf 5 bis 5,5, jetzt 4 bis 5. Also ich denke mal, das ist eher realistisch. Mehr als 5 würde ich bei dem Garn auf keinen Fall hochgehen. Manche werden vielleicht bei diesem Garn sogar mit einer 3 oder 3,5 mm Häkelnadel häkeln. Und wir brauchen noch zusätzlich einen Marker und eine Wollnadel, um später unsere losen Enden zu vernähen. Los geht's! Ich würde euch an dieser Stelle empfehlen, mit einem magischen Ring zu beginnen, aber da viele Probleme damit haben, werden wir heute mit ganz normalen Luftmaschen starten. Dazu beginnen wir mit einem Knoten. Lasst ein bisschen Garn, um später das vernünftig vernähen zu können. Und wir formen einen Ring, legen den langen Faden darunter und ziehen diesen durch den Ring durch. Das ergibt hier eine Schlaufe, da kommt der Haken rein und festziehen. Wir ziehen am langen Faden. So, und das ist jetzt schon unsere... Ups, hat gewackelt, wartet. Das ist jetzt schon unsere erste Luftmasche. Und wir brauchen jetzt noch eine zweite. Wie geht das? Faden holen, durch die Masche ziehen und wir haben eine zweite Luftmasche. Und an dieser Stelle häkeln wir einfach alles ab jetzt in die erste Luftmasche rein. Und zwar häkeln wir halbe Stäbchen. Wir gehen halbe Stäbchen, einen Umschlag, durch die Masche stechen, durch die erste Masche, Faden durchholen, wir haben drei Laschen auf dem Haken, Faden holen und durch alle drei ziehen. Das ist ein halbes Stäbchen. Davon brauchen wir noch 5, also insgesamt 6 in die erste Luftmasche. Also nochmal Umschlag, einstechen, hochholen, drei Luftmaschen auf dem Haken oder drei Laschen auf dem Haken, Faden holen und durch alle drei ziehen. Nummer 2, 3, 5 und 6. So, wir häkeln ab jetzt in Spiralrunden, das heißt, wir starten keine Runde und wir enden auch keine Runde, das geht einfach endlos weiter und wir häkeln jetzt die zweite Runde mit Zunahmen und wir werden jede Masche zunehmen, das heißt, wir werden pro Masche 2 halbe Stäbchen reinhäkeln. Das heißt, 2 halbe Stäbchen jetzt durch die nächste Masche. Ich nehme beide Maschenglieder zum Häkeln, damit das Ganze fest wird. Ein halbes Stäbchen und ein zweites durch dieselbe Masche als Zunahme. Nummer 2. Insgesamt müssen wir dann 12 haben, wenn wir alles verdoppeln. 3 und die vierte durch dieselbe Masche. In die nächste Nummer 5. Durch dieselbe Nummer 6, in die nächste 7, durch dieselbe 8, in die nächste 9, durch dieselbe 10, in die nächste 11 und 12. So. Jetzt setze ich mich hier einen Marker, damit ich mir das besser merken kann. Und wir nehmen weiter zu. In der nächsten Runde nehmen wir jedoch nur jede zweite Masche zu. Das heißt, durch die nächste Masche ein halbes Stäbchen. Und durch die zweite Masche 2 halbe Stäbchen. Ein halbes Stäbchen.
und 2 halbe Stäbchen. Und wieder ein halbes Stäbchen und durch die nächste 2 halbe Stäbchen und so weiter bis zum Marker. So, jetzt können wir den Marker wieder umsetzen. Und in der nächsten Runde nehmen wir nur noch, na komm schon, nur noch jede dritte Masche zu. Das heißt, ein halbes Stäbchen, durch die nächste ebenfalls ein halbes Stäbchen und durch die dritte Masche 2 halbe Stäbchen. Und dann wieder zählen wir von vorn, ein halbes Stäbchen, noch ein halbes Stäbchen durch die nächste Masche und durch die dritte Masche 2 halbe Stäbchen. Und in dieser Art nehmen wir zu, also die Runde häkeln wir genauso weiter. In der nächsten Runde nehmen wir nur noch jede vierte Masche zu. In der übernächsten Runde noch jede fünfte Masche, dann jede sechste, jede siebte und so weiter. Also ihr seht, die Zahl erhöht sich mit der Runde. Dann nehmen wir immer seltener zu und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich meine Breite erreicht habe, dann sage ich euch, wie viele Runden es bei mir sind. So sieht das Ganze inzwischen aus. Wir haben eine schöne Schale bekommen. Und insgesamt waren das jetzt 17 Runden. Was wir jetzt machen ist, wir häkeln einfach weiter in Runden ohne Zunahme. Das heißt, ihr müsst jetzt ab jetzt nicht mehr zählen, sondern einfach ein halbes Stäbchen pro Masche und das gerade hoch. Und wir sehen uns dann gleich wieder und ich zeige euch, wie viele Runden es bei mir noch geworden sind. So sieht es inzwischen aus. Und wir haben zusätzlich 18 Runden gehäkelt. Jetzt mache ich hier noch einen zusätzlichen Marker rein. Ihr könnt auch einfach den von unten nach oben setzen. Und zwar müssen wir hier noch ein paar Abnahmen häkeln. Und ich bin jetzt auch schon beim dritten Knäuel. Also man kann sich das eigentlich so merken, beim dritten Knäuel beginnen wir mit ein paar Abnahmen. Und ich verknote das einfach, lasse es ein bisschen länger, damit ihr das gut mithäkeln und abschneiden könnt. Den Knoten festmachen. Und dann häkeln wir mit den Stäbchen weiter. Und zwar nehmen wir jetzt jede 16. Masche ab. Das heißt, wir häkeln jetzt 15 halbe Stäbchen, also 1, 2, 3, 4. Hier häkeln wir drüber, das ist auf der Innenseite, das müsst ihr nicht unbedingt vernähen, das ist okay. Also legen wir diese Fäden einfach an unsere Arbeit und häkeln darüber. Wir waren bei 4, genau, dann geht es weiter mit 5. Und jetzt kommt die Abnahme. Wir gehen durch die vordere Lasche beim Nummer 16 und gleichzeitig durch die nächste vordere Lasche, holen da das Garn und ziehen das hoch. Nochmal Garn holen und durch alle 3 ziehen. Und das ist unsere Abnahme. Und dann ziehen wir wieder von vorn.
Dann häkeln wir wieder. 1, 2 und so weiter, bis wir 15 halbe Stäbchen haben. Und Nummer 15 und 16 und 17 nehmen wir ab. Und so weiter, bis wir wieder beim Marker ankommen. Beim Marker wieder angekommen, hatte ich hier die letzte Abnahme. Und jetzt häkeln wir einfach mal eine Runde ohne Abnahmen, bis wir wieder beim Marker sind. Ihr könnt den jetzt umsetzen. Ich lasse ihn einfach da. Das sieht man ja trotzdem. Und einfach mal jetzt eine Runde halbe Stäbchen ohne Abnahmen. Und dann sehen wir uns beim Marker wieder. Eine Runde weiter. Und was wir jetzt machen, ist jede 15. Masche abnehmen. Das heißt, ihr häkelt jetzt 14 halbe Stäbchen und 15. und 16. abnehmen die ganze Zeit, bis wir wieder beim Marker sind. Nach dieser Abnahmerunde häkeln wir nochmal eine Runde nur halbe Stäbchen. Achtet darauf, der Marker hat sich jetzt ein bisschen nach da verzogen oder ist nach da gewandert, weil wir natürlich Abnahmen haben. Also ihr könnt den jetzt gerne umsetzen. Und jetzt folgt nochmal eine Runde nur halbe Stäbchen. Eine Runde weiter und wir setzen den Marker um. Und beginnen jetzt mit unserem Randmuster. Hier ist noch ein Haar. So, und beim Randmuster häkeln wir das folgendermaßen. Wir häkeln immer ein Reliefstäbchen und ein halbes Stäbchen. Wie geht ein Reliefstäbchen? Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Und zwar ein Reliefstäbchen geht folgendermaßen. Wir holen uns wieder das Garn auf den Haken. Und unsere nächste Masche ist die hier. Das heißt, wir nehmen diesen Maschenkörper hier und ich steche von vorne nach hinten und komme vorne wieder raus. Also um die Masche habe ich gestochen, hole mir den Faden, ziehe das hier hoch, habe 3 Laschen auf dem Haken, Faden holen, durch 2 ziehen, 2 übrig, Faden holen und durch 2 ziehen. Und das ist jetzt unser Reliefstäbchen. Jetzt folgt ein halbes Stäbchen. Das müssten wir eigentlich hier. Genau, ich muss mir mal ein bisschen Platz machen. Das häkeln wir nochmal. Und dann folgt ein Reliefstäbchen wieder um die nächste Masche. Dann wieder ein halbes Stäbchen. Ein Reliefstäbchen. Und das häkeln wir jetzt in Runden, ununterbrochen in Spiralrunden weiter, ohne Abnahmen, ohne Zunahmen, ohne nichts. Also einfach aufeinander aufbauend. Und die Runde setze ich so fort, dass ihr immer halbe Stäbchen über halbe habt und Reliefstäbchen über Reliefstäbchen. So sieht es nach ein paar Runden aus und ich will euch mal zeigen, wie ihr die Maschen übereinander setzt. Also hier seht ihr ja die Reliefstäbchen und da kommt genau ein Reliefstäbchen drüber. Und da häkeln wir einfach unter diesen Maschenkörper des Reliefstäbchens. Und hier wieder unser halbes Stäbchen dazwischen. Und da wieder das Reliefstäbchen. Das halbe Stäbchen. Ich zeige euch das mit dem Reliefstäbchen vielleicht noch mal ein bisschen näher. Also ihr geht hier einfach unter diesen Maschenkörper. Und häkelt das Ganze so weiter ab. Wie gesagt, einfach in Spiralrunden, ohne Zunahme, ohne Abnahmen. Masche pro Masche. Häkeln wir fleißig weiter. So sieht es aus nach 10 Runden im Reliefmuster oder im Rippenmuster. Und jetzt starten wir mit der Kapuze. Ihr könnt euch einen beliebigen Punkt aussuchen, das ist an sich vollkommen egal.
Und wir häkeln jetzt nicht in Runden, sondern in Reihen weiter. Und dazu drehe ich meine Arbeit in die andere Richtung. Starte mit einer Luftmasche und häkle die ganze Zeit halbe Stäbchen. Also ein halbes Stäbchen pro Masche. Und die Reihe beenden wir genau auf der Hälfte. Das heißt, wir nehmen uns hier den Reihenanfang und falten das flach und werden die Reihe genau hier am anderen Ende beenden. Eine halbe Reihe haben wir fertig gehäkelt und jetzt drehen wir das Ganze erneut um. Und das werden wir jetzt die ganze Zeit so machen. In Reihen häkeln. Und wir starten wieder mit einer Luftmasche und häkeln wieder halbe Stäbchen, also nur halbe Stäbchen. Ein halbes Stäbchen pro Masche. Ja, hier oben haben wir unsere Maschenglieder und da stechen wir durch. Verwechselt es nicht mit dem extra Maschenglied, was ihr seht, sondern nur die ganz oberen Maschenglieder, die nehmen wir zum Häkeln. Und das häkeln wir jetzt so Reihe für Reihe. Und ich zeige euch gleich, wie viele Reihen wir brauchen. So sieht die Kapuze inzwischen aus. Und es sind insgesamt 18 Reihen. Jetzt wollen wir das Ganze zumachen. Und zwar, das ist vorne. Und wir klappen das Ganze nach hinten, dass wir von innen praktisch vernähen können. Ihr könnt das Ganze jetzt auch mit einer Wollnadel machen. Ich mache das einfach mal mit Kettmaschen. Und da gehe ich gleich hier bei der ersten Masche rein mit dem Haken und ziehe mal diese eine Schlaufe einfach mal hier durch. So. Und dann können wir in die Richtung das verschließen. Und das machen wir folgendermaßen. Wir machen das Masche für Masche. Ich stehe also hier vorne durch die nächste Masche. Und hier hinten durch die nächste Masche. Hol mir den Faden auf den Haken und ziehe das durch alle Laschen durch. Und das ist eine Kettmasche. Also nochmal durch die nächste Masche vorne, durch die nächste Masche hinten, Faden holen und durch alles ziehen. Hier zum Schluss holen wir nochmal den Faden durch und können ihn dann abschneiden. Achtet darauf, genügend Faden zum Vernähen zu lassen, damit es bequem für euch ist. Und wir machen nochmal eine Luftmasche und ziehen den Faden durch diese Luftmasche durch, ziehen fest und jetzt können wir das Ganze vernähen. So sieht das Ganze aus und das könnt ihr auch mit allen anderen losen Enden genauso machen von innen. Und jetzt klappen wir die Kapuze nach vorne. Und so sieht
die Kapuze von oben aus und so von vorne. Jetzt kommen noch unsere Öhrchen dran. Da nehmen wir uns einfach wieder Faden und suchen uns die Plätze raus, wo wir die Öhrchen dran haben wollen. Also zum Beispiel ungefähr hier. Und dann steche ich hier einfach mal durch und hole mir da den Faden und ziehe den auch durch. Lass ihn ein bisschen länger, damit ihr das auch später vernähen könnt. Und dann machen wir hier einfach einen ganz normalen Knoten rein. So. Und dann gehe ich hier durch dieselbe Masche nochmal durch und hole mir da, warte, ich gehe mal ein bisschen näher ran, und hole mir da den Faden hoch. So. Und wir häkeln in halben Stäbchen hier entlang. Und zwar so breit, wie ihr das haben wollt. Also es kommt darauf an, wie groß eure Öhrchen werden sollen. Die Maschen müssen wir uns hier suchen, weil das hier der Rand ist. Hier gibt es nicht wirkliche Maschen. Jetzt hier Nummer 3. Dann können wir mal schauen, ob uns 8 reichen. So, ich mache einfach mal noch 1. Und dann drehen wir die Arbeit. Aber wir häkeln diesmal keine Luftmasche, wie wir das sonst gemacht haben, sondern wir gehen gleich in die zweite Masche und häkeln da unser halbes Stäbchen rein. Also nach dem Wenden keine Luftmasche. Das macht automatisch Abnahmen und erzeugt dadurch unsere Öhrchen. Und auch hier wieder Arbeit wenden. Und durch die zweite Masche unser halbes Stäbchen häkeln. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit so mit dem Wenden, bis das Öhrchen fertig gehäkelt ist. So, das war die letzte Masche und schneiden den Faden wieder ab und machen eine Luftmasche und ziehen den Faden hier durch. Und jetzt können wir die ganzen losen Enden vernähen. Und das andere Öhrchen hier auf der Seite machen wir natürlich genauso und dann machen wir gleich den Rand. So, die Öhrchen sind fertig und ich habe die Fäden vernäht. Ich habe die hier übrigens entlang der Kante vernäht, weil wir jetzt nochmal drüber häkeln werden, dann verschwindet das Ganze. Und zwar brauchen wir jetzt unseren dunklen Faden und ich knote diesen hier in der Ecke an. Also an sich ist es vollkommen egal, wo ihr es macht. Ich knote ihn einfach mal hier in der Ecke an. Genauso wie wir das vorher für die Öhrchen gemacht haben. Lasst es auch wieder lang, damit ihr das bequem vernähen könnt. Und ich gehe hier wieder in dieselbe Masche wieder rein und hole mir da den Faden hoch.
Und dann häkeln wir einfach alles, Moment, noch eine Luftmasche und dann häkeln wir alles hier in halben Stäbchen. Hier an der Seite müsst ihr natürlich die Maschen wieder suchen, weil das keine richtigen Maschen sind. Das ist ja der Rand. Ansonsten hier oben haben wir ja unsere Maschen schon von den Vorrunden. Die können wir so nehmen, wie sie sind. Da könnt ihr dann einfach direkt drüber häkeln. Und das machen wir jetzt einfach komplett hier drumherum und natürlich auch über die Öhrchen häkeln wir alles in halben Stäbchen. Bei den Öhrchen habe ich jetzt die Spitze aus 3 halben Stäbchen gemacht. Ich zeige euch das mal fix. Also wenn ich hier zu der Spitze kommt, häkeln wir einfach in die Spitze rein. Und dann machen wir 3 halbe Stäbchen in ein und dieselbe Öffnung oder Masche. Und dann habt ihr automatisch eine Spitze und dann häkelt ihr einfach in halben Stäbchen weiter. Das Ganze zu verbinden, stechen wir dann hier am Anfang in die erste Masche ein und schließen das Ganze mit einer Kettmasche. Und dann könnt ihr das wieder abschneiden. Eine Luftmasche nicht vergessen, ganz wichtig, und da durchziehen und festziehen, damit ihr eine Sicherheit habt. Und dann könnt ihr das hier alles wieder vernähen, wie bei den hellen auch. Achtet nur hier dabei darauf, dass ihr das natürlich im dunklen Bereich vernäht. Das heißt, dass ihr mit dem dunklen Faden nicht in den hellen Faden reingeht. Das sieht man ansonsten natürlich. Und ja, also ich hoffe, die Anleitung war euch hilfreich. Ich hoffe, eure Zwerge haben Freude an dem Pucksack mit Öhrchen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.